Willkommen beim Impuls aus unserer Augustinerkirche. Auf seinen Missionsreisen kam Paulus mit seinen Begleitern auch nach Athen in Griechenland. Er spaziert über den Areopag und findet einen Altar mit der Aufschrift „einem unbekannten Gott". Und vor diesem Altar hält er den Griechen die bekannte Rede. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Ob diese Szene des Paulus in Athen Friedrich Nietzsche zu seinem unglaublich tiefgreifenden Gedicht von 1864, dem unbekannten Gott, animiert hat? Dem unbekannten Gott. Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, heb ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe, dem ich in tiefster Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, dass alle Zeit mich deine Stimme wieder riefe. Darauf erglüht tief eingeschrieben das Wort dem unbekannten Gotte. Sein bin ich, ob ich in der Frevlerrotte auch bis zur Stunde bin geblieben.
sein bin ich, und ich fühl die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen, und mag ich fliehen, mich doch zu seinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du Unfassbarer, mir Verwandter. Ich will dich kennen, selbst dir dienen. Friedrich Nietzsche ist mit dem Christentum nicht eben zimperlich umgegangen. Doch dieser Philosoph lässt sich nicht so leicht in eine Schublade stecken. Wie bei Paulus stehen die Altäre des unbekannten Gottes weder in glänzenden Tempeln der Heiden noch in Gotteshäusern der Christen, sondern in tiefster Herzenstiefe. Das Ich dieses Gedichts, vielleicht steht es für Nietzsche selbst, vielleicht für das Ich eines jeden Menschen, dieses Ich bekennt von dem unbekannten Gott: Sein bin ich, ob ich in der Frevlerrotte auch bis zur Stunde bin geblieben. Sein bin ich, und ich fühl die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen, und mag ich fliehen, mich doch zu seinem Dienste zwingen. Und am Ende steht ein leidenschaftlicher Ausbruch: Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du Unfassbarer, mir Verwandter. Ganz offensichtlich spielt Nietzsche auf die Rede des Paulus auf dem Areopag an. Und es hört sich an, als ob dieser notorische Kritiker, der vermeintliche Frevler, hier tatsächlich biblisch inspiriert wäre. Wie auch immer, dieses Gedicht spricht mich in meiner Auseinandersetzung mit meinem Gottesbild an. Gott, der ganz andere, der weltüberschreitende, der unnahbar ferne, nach dem Zeugnis der Schrift ist er kein anderer als der, der ins Dasein ruft, was nicht ist, als der, der Anteil am Leben seiner Geschöpfe nimmt, als der, der leidenschaftlich liebt und seinen Menschen atemberaubend nahe kommt. Das erinnert an den heiligen Augustinus, wenn der von Gott sagt: Er ist mir näher, als ich mir selber bin. Der Unfassliche ist zugleich der mir zutiefst Verwandte.